Willkommen zurück, meine lieben Gamer-Freunde, zu Let's Play The Inner World. Wir sind jetzt mit Laura unterwegs, weil der andere, dessen Namen ich die ganze Zeit vergesse, ich weiß, dass er mit R anfängt. Ich glaube, entweder heißt er Ronald oder so ähnlich. Auf jeden Fall nicht Rufus, das ist ein anderer. Wir sind jetzt mit Laura unterwegs, weil dieser andere gefangen worden ist zurzeit und wir versuchen, ihn zu retten. Es ist nicht mehr so naiv, eher distanziert. Dieser Ort auf der Karte. Wenn sie doch nur vollständig wäre. Dieser Ort könnte alles sein. Es könnte ein neuer Windbrunnen sein. Es könnte eine Stadt sein. Es könnte eine Einkerbung im Universum sein. Ja. Es könnte der Ort sein, an dem mein Vater ist. Das stimmt wohl. So. Ich muss los. Ach, bevor ich es vergesse, wenn sie die Betten machen, könnten Sie dann vielleicht diese kleinen Minzplätzchen aufs Kissen legen? Oh ja, ich liebe diese Dinger. Ich bin nicht die Putzfrau. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus unter die Decke. Ich liebe Wollmäuse. Auch tot? Das scheint mir nicht zweifelhaft. Ein roter Knopf, verkabelt mit der Maschine. Ich habe irgendwie den inneren Drang drauf zu drücken. Nur um zu sehen, was passiert. Die Antwort ist nichts. Da tut sich nichts. Offenbar kaputt. Der Tank ist voller Honig. Ach ja, können wir denn mit? Meine Hand passt jedenfalls nicht durch die Tanköffnung. Okay. Ein Auspuff. Genau, was ich gedacht habe. Gar nichts. Ich könnte einen Knoten reinmachen, aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Ach so, das ist unsere Aufgabe. Die Maschine zielt auf das komische Vieh am Waldrand. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Aha. Jetzt müssen wir die quasi nur zum Laufen bringen. Die Karte könnte tatsächlich zu einem weiteren Windbrunnen führen, wenn sie nur vollständig wäre. Nicht anfassen. Das ist das Resultat von jahrelanger Arbeit. Dienstag. Das ist ja echt bitter. Und der ist gestern gewesen. Ein Zelt? Diese Weicheier. Als ich das letzte Mal campen war, habe ich in einem Erdloch geschlafen. Und es hat geregnet. Geil. Nein, da drin riecht es komisch. Da gehe ich nicht rein. Sagte diese Frau. Sattel. Ein Sattel auf einer Tonne? Wozu brauchst du einen Sattel? Du hast ja nicht mal eine Tonne. Ach, so. So soll Asposien von außen aussehen? Aber welches Außen wäre das dann? Und wer könnte die Welt jemals so sehen? Vielleicht ein Maulwurf, der durch die Erde gucken kann. Es ist nur ein Globus, okay? Eine abstrakte Nachbildung. Dann müsste ich erst über diesen schnarchenden Typen drüber steigen. Ach so. Okay, wir haben, glaube ich, alle Punkte abgearbeitet. Wir müssen die Maschine wieder... Okay. Zum Laufen bringen. Dafür brauchen wir Sand und Moor. Hier haben wir Moor. Ja, das ist definitiv Moor. Man kann durch dieses Moorwasser keine 2 Zentimeter gucken. Nein. Mit der kleinen Dose? Wow, dann hätte ich einen ganzen Tropfen Moorwasser für mich alleine. Damit könnte ich eine winzige Pfütze machen und darin etwas sehr Kleines versenken. Nein, ernsthaft, was soll ich damit? Den Tank reparieren, dusselige Kuh. Was soll das bringen? Das weiß ich nicht. Soll ich es umrühren? Mach doch mal. Was ist das denn für ein Vieh? Das, meine Liebe, ist ein Schorf. Nein, dort wartet Conroy darauf, mich umzubringen. Okay. Igitt. Es gibt wirklich widerliche Kreaturen in diesem Wald. Das ist voll cool. Diese Kreaturen haben zufällig Ohren und Gefühle, die man verletzen kann. Du kannst reden? Was für ein komisches Tier bist du denn? Also, ich darf doch sehr bitten. Euer Begleiter war sehr viel netter als ihr, junge Dame. Oh ja. Außerdem ist komisch das falsche Wort. Es sei denn, ihr findet es lustig, wenn Lebewesen eines grausamen Todes sterben. Kommt drauf an, um wen es sich handelt.
Was soll an dir denn so gefährlich sein? Ich gehöre zufällig zu der äußerst gefährlichen Spezies Schroff. Aus der Familie der vernunftbegabten Amphibien. Und das heißt? Das habe ich eurem Gatten schon erklärt. Mein Körper besteht zu 96% aus tödlichen Giften. Bis auf diese Stelle an meinem Kopf, die kratzt einfach nur. Habt ihr gerade Gatte gesagt? Ja, und dass ich sie jederzeit umbringen könnte. Er ist nicht mein Gatte. Wie kommst du da nur drauf? Hallo? Ich bin tödlich. Unwichtig. Ich bin nicht verheiratet. Und ich habe eine trockene Stelle am Kopf. Wir haben alle unsere Probleme. Na? Eine trockene Stelle? Ja, ich habe sehr sensible Haut. Es juckt höllisch. Und ich kann mich nicht kratzen. Aber das habe ich eurem Gatten schon erzählt. Hört auf, das zu sagen. Ich kenne ihn erst seit einer halben Stunde. Ach, meint ihr nicht, dass eine Hochzeit dann etwas überstürzt war? Zum letzten Mal. Er ist nicht mein Gatte. Und wenn du das nochmal behauptest, wird die kratzende Stelle dein kleinstes Problem sein. Kein Grund, so aus der Haut zu fahren, junge Dame. Ich bin etwas gereizt, weil die Stelle auf meinem Kopf mich so kratzt. Na gut, du vernunftbegabte Amphibie. Warum tust du denn nicht einfach was drauf? Was schlagt ihr vor? Ich weiß nicht. Eine Creme? Creme? Bitte! Ich verwende nur homöopathische Mittel. Das Wort hast du dir doch gerade ausgedacht. Aber an sich ist es eine gute Idee. Dafür, dass ihr so überaus tölpelhaft redet, scheint ihr gar nicht so dumm zu sein. Vorsicht! Das stimmt. Da hat sie dem anderen was... oder heißt der Robert? Ich weiß es nicht. Dem anderen auf jeden Fall einiges voraus. Ich werde noch zum Ende dieses Spiels herausfinden, wie der Typ heißt, den wir spielen. Hättest du bessere Laune, wenn die Stelle nicht mehr jucken würde? Ich denke schon, aber kratzen kann ich mich nicht. Hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit? Sterbe ich dann nicht? Lieber würde ich meine Hand in kochendes Wasser stecken. Witzig, dass Sie das sagen. Der Effekt wäre nämlich ungefähr der gleiche. Warum besorgst du dir denn nicht einfach einen Balsam oder sowas? Ich kann hier leider nicht weg. Wie ich Ihrem Gatten? Er ist nicht mein Gatte. Schon sagte, meine Krallen schneiden sich durch beinahe jeden festen Untergrund und ich kann mich kaum fortbewegen. Nun ja, vielleicht hätten Sie ja die Freundlichkeit. Falls ich irgendwo in diesem Wald einen Make-up-Verkäufer finde. Nee, ist klar. Was Honig? Für ein widerliches, stinkendes Schlammloch. Danke. Das ist mein Zuhause. Es ist vielleicht kein Palast, aber es gehört mir allein. Um Gottes Willen, du wohnst hier? Durchaus. Es bietet viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Womit denn? Oh, hier ist schon einiges versunken. Eine Vase, eine alte Unterhose und mehr Pfeiler, als ich jemals zählen könnte. Und da hinten bei den Stängeln, die wie Farnkraut aussehen, liegt die Brille von dem Verrückten auf dem Baum. Aha, da liegt eine Brille. Ist das jetzt... Das ist nicht durch, ne? Woher weißt du, wo all die Gegenstände versunken sind? Nun, hier passiert nicht viel. Wenn etwas ins Moor fällt, plumps, ist das schon ein denkwürdiges Ereignis. Also du sitzt hier und guckst den ganzen Tag in der Gegend herum? So wie Sie es beschreiben, klingt das nicht gerade nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ich meinte nur, das hört sich echt langweilig an. Ich weiß. Weißt du zufällig etwas über den verrückten Alten, der da oben im Baum wohnt? Ach, der Alte, der euren Gatten in die Falle gelockt hat. Er ist nicht mein Gatte. Und ja. Nun, das ist ein verrückter Windmönch. Sehr aggressiv. Ihr würdet euch wahrscheinlich gut verstehen. Witzig. Ich weiß nicht viel über ihn. Er schimpft nachts leise vor sich hin, baut überall Fallen und ist fast taub. Und seitdem seine Brille ins Moor plups gefallen ist, ist er auch noch blind. Bitter. Der verrückte Kerl ist ein Windmönch? War ja sowas von klar, den kann man einfach nicht trauen. Reden Sie mit mir? Nein, Schrufs kann man nämlich auch nicht trauen. Das ist sehr gemein, der ist voll nett. Die Brille von dem verrückten Alten liegt da im Moor? Ja, Brillen werden gerne verwendet, um Bücher zu lesen. Was ein Buch ist, wisst ihr?
Sicher, dass es vernunftbegabte Amphibie heißt? Und nicht, wir sind vom Aussterben bedroht, weil wir nicht die Klappe halten können, Amphibie? Vertrauen Sie mir. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nämlich studiert. Er hat studiert. Sicher, dass die Brille bei dem Farnkraut liegt? Das ist kein Farnkraut, das sind Pfeile. Der Alte hat seine Brille fallen lassen, plumps, und aus Wut ein paar Mal auf die Stelle geschossen. Okay, da wo Pfeile sind. Mir reicht's, ich gehe jetzt. Ach, Sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die knisternde Spanne zwischen uns nicht bemerkt habe? Wow, mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Ja, schade um das ganze Essen. Bremsspur, Trümmer. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Ja, das hat der andere ja auch gesagt, dessen Namen ich vergessen habe. Wo sind denn hier Pfeile? Der Schrof meinte, hier soll eine Brille versunken sein. Ich frag mich, was sich in den Untiefen dieses Moors noch so versteckt. Finden wir es heraus. Ich soll also mit bloßen Händen in dieses dreckige, stinkende Moor greifen und herumwühlen, bis ich was gefunden habe? Tolle Idee. Die Antwort lautet, nein. Wie wär's mit umrühren? Ja, ich kann die Brille ertasten. Genau wie der Schrof gesagt hat. Aber ich kann sie damit nicht herausziehen. Kann man das kombinieren? Ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Ach, warte, ich habe eine Idee. Honig klebt. Ich habe eine Idee. Ist nicht oft der Fall, aber ich habe eine Idee. Lecker. Du solltest eigentlich... Was sollte ich jetzt hineinfüllen? Pudding. Was? Nein. Marmelade? Oh Mann. Gutes Beispiel von bringt nichts. Ach Schätzelein, du hättest doch den Honig... Oh, nee. Wieso schreit die so? Ich kenne mich ja nicht so sehr mit Hautkrankheiten aus, aber das sieht aus, als sollte man etwas draufschmieren. Sieht trocken aus. Das fasse ich sicher nicht mit bloßen Händen an. Eine kleine Dose? Ja. Nein. Das Fluggerät scheint nicht mehr ganz flugfähig zu sein. Schiere Verwüstung. So hat mich Papa früher auch manchmal genannt. Mit bloßen Händen kann ich hier nichts ausrichten. Gehen wir mal nochmal hoch. Und gucken, ob wir hier oben irgendwas machen können, noch eventuell. Er hat einen Brustbeutel. Kein Wunder, dass er tot ist. Hä? Ich komme nicht ran. Können wir noch mit dem Schiffrohr? Nein, das bringt nichts. Ja, der verrückte Alte. Ich meine, wir kommen hier nicht weiter, weil wir nicht hier hochkommen, richtig? Robert, so heißt er. Dieser Trottel. Ich sollte ihn einfach da hängen lassen. Hey, Flötenhase! Robert! Hier! Laura, Mann, bin ich froh, dass du hier bist. Ich fühle schon meine Beine nicht mehr. Okay, wir halten lieber die Klappe. Mit wem redest du da? Nur mit mir selbst. Hallo Robert, na, wie geht's? Bitte töten Sie uns nicht. Ich muss Flötennase da wirklich runterholen. Er dreht langsam durch. Kann ich nicht nochmal mit dem reden? Dann fällt Robert, er Robert, wenn du mich hören kannst, gib mir ein geheimes Zeichen. Okay, wie ist denn das geheime Zeichen? Oh. Dass du doof bist? Junge, wenn ich jemanden zum Reden haben wollte, hätte ich mir einen Papageien gefangen. Laura, tu was. Es tut mir leid. Ich dachte eigentlich, das Seil reißt. Und dann was? Ich wäre einfach runtergefallen. Ja, aber du wärst doch in dem weichen Sumpf gelandet. Stimmt.
Er ballert noch ein paar Mal rum. Ruhe! Hast du keinen Respekt vor einem Windbrunnenwächter? Nein. Der steckt auch noch. Okay. Da ist doch jetzt irgendwas runtergefallen. Da, ein Haken. Der Haken, den ich Pandor geklaut habe. Warum wissen wir eigentlich, dass der Pandor heißt? So. Kombinieren wir das mal. Dann können wir doch diese blöde Brille rausholen. Was wir dann damit anstellen, keine Ahnung. Ha, hab ich dich. Wow, da hat jemand offenbar zwei dicke Lupen zusammengeschraubt. Sieht aus, als hätte jemand zwei Lupen. Ich brauche keine. Der Schroh vielleicht? Willst du eine Brille? Brauchen Sie das noch? Kann sein. Dann würde ich das lassen. Müssen wir dem jetzt die Brille wiedergeben? Das macht doch keinen Sinn, oder? Zumal wir ja gar nicht an den Windmensch reinkommen. Super Idee. Dann wird er mich bestimmt mögen. Wir können Suicide. Freunde werden, zusammen kochen und uns alle unsere Geheimnisse erzählen. Bei einer dieser Gelegenheiten könnte ich ihm dann Gift ins Essen schmuggeln und hätte damit die Chance, Flötennase zu befreien. Brillanter Plan. Und während der ganzen Zeit werde ich mich dann fragen, warum ich den Typen nicht einfach von seinem Baumhaus geschubst habe. Boah, das ist ziemlich gemein, wer. Okay, ich habe den Eindruck, wir können so viel anstellen, wie ich gerne wollen würde tun. Rätselmaskerade wieder am Start. Mein Gott, kannst du da mal reingucken, was da ist? Das erklärt natürlich einiges. Ach, die macht hier so einen Lärm. Das ist eine Schreiameise aus der Familie der hysterischen Insekten. Der hysterischen Insekten? Womit soll ich die denn transportieren? Mit der kleinen Dose. Du kommst mit. Was mache ich damit? Ich frage mich, worüber sich die Schreiameisen so dermaßen aufregen. Hey, kleine Ameise, komm mal runter. Die Brille des verrückten Alten. Muss ich die nicht? Die brauche ich nicht mehr. Ach so. Okay. Können wir das vielleicht bei den Arelo... Gutes Beispiel von... Bringt nichts. Okay. Was könnten wir denn weiter tun? Dem Schroff. Gutes Beispiel für, bringt nichts. Aber wird nicht funktionieren. Aber wenn Sie es kaputt machen wollen, probieren Sie es gerne aus. Wir haben auch noch den Haken. Können wir den Haken nicht auch noch benutzen, um die trockene Stelle zu kratzen? Hey, nicht kratzen! Warum denn nicht? Achso, kratzen ist ja mal schlecht. Hast du ja recht. Was müssen wir tun? Ja. Nein. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Das ist gemein. Können wir nicht die Schreiameise ins Nest wieder setzen? Komm, lauf nach Hause. Ich muss zugeben, das war beeindruckend. Aber wir haben die Schreiameise getötet. Heim der Schreiameise wird in nächster Zeit wohl leer stehen. Warum bloß? Ich will es nicht zerstören. Doch, nö, ist klar. Mit dem Alten ist nicht zu spaßen. Jetzt kommen wir da hoch. Immerhin schön. Er hat einen Brust... Kein Wunder. Was haben wir denn hier? Wolltest du etwas mit ins Jenseits nehmen? Tja, jetzt nicht mehr. Das ist aber gemein von uns. Aber... Weitere Gemeinheiten werden in der nächsten Folge folgen. In der nächsten Folge folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal sehen, wann ich so richtig verzweifle in diesem Spiel. Bis dahin, tschüss.